Nutzungsuntersagung auf einen polnischen Führerschein durch das Landratsamt Neu-Ulm. Ich bitte um eine Strafanzeige. Und wenn diese Sesselpupser hier im Landratsamt Neu-Ulm so viel Arsch in der Hose haben, dann sollten die mir jetzt eine Strafanzeige geben. Und warum das so ist, das werde ich dir gleich in diesem Video erklären. Also Leute, die Geschichte vom Raphael, die ist natürlich jetzt echter Hammer. Der Raphael ist Pole, hat hier einen Antrag gestellt, wollte ganz normal seinen Führerschein hier machen und hat dann bemerkt, dass es in Polen günstiger ist für ihn, also wirklich nur finanziell. Hat dann in Polen seinen Führerschein erworben für knapp 1000 Euro. Wie gesagt, er hat ein Haus, ist da gemeldet. Und anschließend hat er der Führerscheinstelle mitgeteilt, dass er den Antrag hier zurücknimmt, diesen deutschen Antrag. Und da musst du also unterschreiben, dass er auf alles verzichtet. Wenige Tage später hat er dann die Untersagung bekommen, dass er diesen polnischen Führerschein nicht mehr nutzen darf. Also genau ist es so, dass ich kein Dokument von Landratsamt Neu-Ulm, keine Versagung. Ich hatte kein Dokument nie bekommen. Wir haben jetzt irgendwas konstruiert, haben behauptet, ja, er hätte einen Bescheid bekommen, er dürfte mit diesem polnischen Führerschein nicht fahren, den gab es nirgendwo. Es gab dann sogar schon eine Gerichtsverhandlung, die wurde dann eingestellt, fahren ohne. Der Blödsinn hat ja seinen Führerschein und trotzdem bleibt das Landratsamt Neu-Ulm hartnäckig beharrt auf ihrer Position, dass er diesen polnischen Führerschein nicht nutzen darf. Der Grund ist seltsam, werden wir jetzt natürlich auch Widerspruch einlegen und das ist halt jetzt die Maßnahme, Nutzungsuntersagung, erst einmal Aufbringung eines Aufklebers, den habe ich natürlich mal schön entfernt, den Aufkleber, den können Sie sonst wo hinschmieren. Und ich hoffe auch, dass ich da jetzt mal eine Strafanzeige bekomme, damit es endlich mal geklärt ist. Im Fall von Raphael, wenn man zwei Klagen, das eine ist eine Feststellungsklage, dass man so einen Aufkleber überhaupt nicht drauf machen darf, völliger Blödsinn. Und das zweite gehen wir natürlich gegen diese Nutzungsuntersagung im Allgemeinen vor. Und da bin ich auch sehr optimistisch, dass der Raphael dann wieder irgendwann fahren kann. Ob das 3 Monate, 6 oder 9 Monate dauert, das hängt immer vom Gericht ab. Aber am Ende wird die Gerechtigkeit siegen und die Dummheit wird verlieren. Ganz klar, Leute. Ne? Also lasst euch das nicht gefallen, wenn ihr eine ähnliche Situation habt wie der Raphael, Nutzungsuntersagung, ruft mich an, ich komme vorbei, ich mache den Aufkleber ab und dann werden wir schon zeigen, wo der Vater den Must holt. Und momentan ist noch kein Aufkleber drauf und ich werde jetzt mit ihm da reingehen, werde den Aufkleber drauf machen lassen und anschließend werde ich zum Schiff gehen, vor den Augen dieses Schiffs, dieser Führerscheinstelle, werde ich dann den Aufkleber ich persönlich entfernen. Und ich denke mal, da gibt es ein bisschen Kasperle-Theater, aber das macht ja mir nichts. Je besser, je doller, umso besser, ne, Leute. So, Raphael, komm, wir gehen rein. Jo, geh mal rein. Ja, komm, geh nur zu. Also Leute, wir waren jetzt drin, hier bei der Führerscheinstelle, bei dem untersten kleinen Schiff. Da haben wir erstmal den Aufkleber drauf bekommen. Dann habe ich zu diesem unteren Schiff gesagt, hey, und jetzt gehen wir zu deinem Chef. Ich möchte vor seinen Augen diesen Aufkleber entfernen und ich bitte um eine Strafanzeige. Der war etwas verwundert, aber gut, wir sind dann zum Chef gegangen. Ich habe dem Chef das erklärt, dass ich jetzt vor seinen Augen diesen Aufkleber runtermache und er dann meinte, okay, er weiß nicht, was er macht. Ich habe dann gesagt, ich möchte eine Strafanzeige. Es könnte ja Siegelbruch sein, Urkundenfälschung. Tja, und dann habe ich den Aufkleber vor seinen Augen runtergemacht. Ich habe meinen Personalausweis hinterlassen und hoffe jetzt auf eine Strafanzeige vom Staatsanwalt oder sonst von irgendjemand. So, also ich habe den Aufkleber nochmal schnell drauf gemacht, damit ihr auch sehen könnt, weil drin darf ich ja nicht filmen. So Leute, seht ihr? Und da mache ich jetzt Aufkleber runter, Leute. Ich gestehe, ich möchte eine Strafanzeige. Ist das so schwierig zu verstehen hier im Landratsamt Neu-Ulm? Ihr seht, wir haben da keine Angst vor so einer Geschichte. Wir werden auch jetzt beim Raphael eine Feststellungsklage machen und dann schrittweise diesen Herrschaften hier hinten im Landratsamt Neu-Ulm in den Hintern treten. Also dranbleiben, Kanal abonnieren und dann bist du immer auf dem Laufenden, wenn es um einen Führerschein aus dem Ausland geht. In dem Sinne, bis bald und tschüss. Wer schon ein richtiger Führerscheintourist ist, der stellt sich natürlich aufs Parkverbot oder Haltverbot. Ist mir an sich Jacke wie Hose. Ich hoffe, dass ihr so viel Arsch in der Hose habt und ihr dann doch noch einen Strafzettel, Bußgeld oder sonst dergleichen zusendet.